a secret and that I gotta keep it. But I want the lights on, yeah, I want the lights on. Ist das nicht schön? Wunderbar. So. Diese Folge haben wir was Besonderes vor. Am besten Level 5 werden, dann den Kopfgeldjäger erledigen und dann machen wir diese Quest Auge um Auge, oder wie das heißt. Wo hier unten sind wir eigentlich nah dran an dem Fragezeichen. Dann können wir das echt noch machen. Liegt ja auf dem Weg. Vermute ich. Nicht, gibt es hier irgendwo ein Dorf, wo man noch ein bisschen lunzen kann. Schaut nicht so aus zu sein. Das ist ja meine Butze. Tatsache ist meine Butze. Hier habe ich vorhin zu Marcos gelatscht, also in der ersten Folge vorhin. Also weit, weit vorhin. Jo, ne? Dann das Fragezeichen, was ich gerade markiert habe. Kann man eben reinplauzen. Vielleicht gibt es da noch was Schickes. Ich hoffe, dass wir endlich Level 5 werden. Das wäre so richtig cool. Oh, cool. Ja, das wäre cool. Nein, ich will den Kopfgeldjäger endlich eliminieren. Da geht mein hart auf die Nüsse. Und dann gehen wir da hinten hin. Okay. Musik? Warum Musik? Achso. Höhle des Tee. Einfach fallen lassen, bitte. Was hier mit dir schön ist. Wo muss ich hin? Ach, hier eine Truhe. Ja, eine Söldnerbrustplatte. Da haben wir sie endlich. Quest abgeschlossen. Na, ging fix. Level 5. Jetzt mache ich schnell mal den Söldner. Oh ja. Jetzt gibt's auf den Sack für den Söldner. Die gingen wirklich immer, egal wo wir hin wollten. Zum Beispiel in die Quest oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt so akut war, aber mir ist das immer aufgefallen. Du musst halt immer aufpassen, wenn du eine Quest machen willst, wo dieser verdammte Söldner ist. Das hat mich immer genervt. Und in Assassin's Creed ist es ja immer so, du kannst wirklich gerade mal so killen, was auf deinem Level ist. Alles andere haut dich mit einem Schlag weg. Oh, hier ist ein Geigen. Hoffentlich wurde der benutzt. Steht der umsonst hier? Aha, böse. Gut. Dann müssen wir wohl Horst nehmen. AKA. Phobos. Oh, die Ikarot sich immer meldet oben. Voll cool. Voll cool, Alter. Na, komm her. Komm mal wieder. Naja, habe ich schon besser gesehen. Jetzt können wir endlich. Was ist er? Talos? Ist der Talos? Ja, hier ist Talos. Können sie auf den Sack geben. Auch vorher können wir uns ein bisschen ausrüsten. Oder geht das nicht, wenn ich auf dem Pferd sitze? Doch, es geht. Wunderbar. Haben wir etwa, haben wir endlich mal nichts mehr aus dem Standard gegen Talos. Boah, der wäre geil, ne? Länger der gerade tritt. Wollen wir den mal nehmen? Ja, den nehmen wir. Komm. Okay, nicht. Auf geht's. Mal auf die 1, ne? Auf die 1. Jetzt schnellst du mal den weg. Wo ist er? Der Hund. Mir angezeigt. Der läuft hinter mir.
Kommt der auf mich zu? Sehe ich wieder nicht. Ja, wo ist er denn? Der ist unter mir hier. Och nö. Das gab natürlich Schaden, ist klar. Wo ist er denn hin? Hast du einmal Bock, jemanden zu eliminieren? Gibt's ja was Feines? Nee, ne? 107 Meter weit weg. Icarus, I need your help, boy. Da ist er. Ich hab Bock auf Schnitzel à la Talos. Okay. Das Schnitzel ist doch nicht ganz so einfach. Ich krieg das mit der Einzig hin. Ich hab glaube den Schuss. Ich hab das gerade verschwendet. Schien mir so. Oh, aber geil. Aber wir verlieren eindeutig mehr Leben als er. Ein Schlag und das war's. Ja. Du kannst nicht gewinnen. Weiß ich. Ist ja kein Blödsinn. Stört gerade bloß eins, dass ich nicht so schnell regeneriere. Oh, der steht da so schön rum. Der steht da so schön rum. Das macht aber ihm gar keinen Schaden. Huch! Nein! Er soll aufhören, das immer zu machen. Ja, duck dich ruhig, du Penner. Hey, aber Müll. Ich dachte, das ist ein Bursch, der fliegt vielleicht durch, aber scheint nicht so. Der Tritt ist echt cool. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Hätte Fahrradkette. Das war alle. Oh. Der hätte was Schönes dabei. Was ist denn besser? Das ist natürlich besser, ne? Sehen wir doch gleich. So, der Kopfgeldjäger ist vom Arsch, das ist aber Schönes. Waffe haben wir jetzt nicht bekommen. Aber jetzt im Söldnermenü. Hätte ich eigentlich auch gleich im Menü bleiben können. Kann man was gar nicht finden. Talos, die Steinfaust, besiegt. Nächstes kommt... Boah. Der dreht sich weg. Hieros war seine Heimat und seinen Namen konnte man wirklich nehmen. Talos, die steinere Faust, war so groß wie ein Felsbrocken und liebte es, die Köpfe seiner Gegner in die Felsformation der Berge von Kefalenia zu schmettern. Okay. Nächstes kommt dann der da. Oh, es gibt ja echt viele. Ich dachte, es waren bloß die. Oi. Das wird ja noch besser. Das ist der Endboss hier. Na, aber so weit wollen wir nicht mal denken. Wir sind ja immer gerade Level 5. Neue Quest, sie wollen Blut sehen. Können wir mal gucken. Yeah, oh. Ach so, ach, zum Glück. Ich dachte schon nicht, ja. Gut. Oh.
JB Rollin. Level 15 war das schon mal krass. Finde ich cool. Da gibt's immer bessere Rüstung. Ich sag mal, so schlecht ausgerüstet sind wir jetzt nicht. Wir sehen nicht mehr aus wie der Plepp vom Dienst. Wie im Anfang, wo wir da die beiden Schläger vermöbelt haben. Da sahen wir aus wie Plepps. Vielleicht sehen wir immer noch so aus, aber ich finde, wir haben uns optisch im Style gesteigert. So, nächste Folge würde ich sagen, machen wir das Ding mit dem Auge, das Dödel hier. Hier vom Zyklopen, das Auge machen wir nächste Folge und dann müssen wir eigentlich bei uns Kefalenia runter, ne? Ist ja nicht mehr viel hier. Haben wir eigentlich schon viel getan, wir können mal eh mit Ikaros gucken. Da waren wir ja gerade. Toll, dass ich wieder hingelaufen bin. Das ist ja schon alles weg. Die Quest da hinten. Obwohl, das mache ich mal noch. Das scheint, dass die Folge jetzt ein bisschen länger wird. Das ist jetzt nicht mein... Das ist jetzt kein Ella. Problem. Ella, Ella. Kann man ja mit leben. Das Dorf wird jetzt schlimmer. Das ist immer noch qualmend. Das ist immer ein Effekt, wenn immer nichts irgendwie Storymäßiges zu tun. Also das Pferd berührt ein Huhn beim Reiten und es macht Bewegungen, als ob es gegen einen Stein oder so. Oh nee. Keine Wölfe jetzt nicht. Ja! Habe ich keinen Bock drauf. Da ist eine Sache. Brauchst du Licht? Nein, ich brauch kein Licht. Was es für eine geile Quest gibt. Moin, oh schön. Söldner, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Kann ich verstehen. Warte, Kreusam. Meinst du, er könnte uns helfen? Ich glaube, er könnte. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldner? Nö, die haben ja gerade eben auch schon weggeschnitzelt, ne? Ich habe von nichts Angst. Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger schwimmt zwischen uns und der Chance, Kefalenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ich verstehe euch. Ja. Okay. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalenia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Es ist nicht diese Halskette, oder? Ich fand sie in den Ruinen von Krani. Das ist sie! Das ist Progress Halskette! Wir können endlich weg. Ach, das war die Tempel des Zeus, ne? Wir beginnen ein neues Leben. Ach, das war die Kette! Weit weg. Ach, da stand der Questgegenstand dran, ne? Siehst du? Ich weiß, wie das ist. Good boy. Viel Glück. Haben wir jetzt im Weg gespart. Und 88 Drachmen dafür bekommen und eine Quest abgeschlossen. Hallo? Ich glaube, ich verstehe das Spiel. Und die Hälfte von Level 5. Alter! Ein Gut. So, jetzt ist aber mal... Jetzt mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause. Das Leben geht ja noch weiter, ja? Außerhalb von... dem antiken Griechenland. Können wir eben noch eben gucken, was so ansteht. Oh, das tut Zeus. Dann ist Schluss mit lustig. So, so lange würde ich sagen, reingehauen, liken, kommentieren und wenn es euch gefallen hat, abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Assassin's Creed Odyssey. Bis dahin, ciao. Feel it coming. Streets are burning.